Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dawn of War 3. Wir haben es beim letzten Mal geschafft, mit dem lieben Boss Gorgatz wie hieß sie nochmal? Verdammt. Die Festung im Orbit jetzt, ja? Die haben wir infiltriert. Ich weiß nicht, ob sie eingenommen ist. Aber auf jeden Fall haben wir uns ein bisschen um die Verteidigung davon gekümmert, sodass die Orks jetzt mittlerweile auf dem Weg nach Acheron sind. Wir sind jetzt scheinbar wieder mit Angelos dabei. Angelos widersetzt sich dem Inquisitor und begibt sich zur Oberfläche Acherons, um seinem Freund Diomedes die letzte Ehre zu erweisen. Okay, weiter zur nächsten Mission. Inquisitor, I have ill news. Gorgatz has breached Starfort Charon and landed on Acheron. I have far greater concerns. While Gorgatz raises Starfort Charon, a greater breach in my blockade opened elsewhere. Starfort Helios is lost. It collided with Acheron when it emerged from the warp. I stationed Chaplain Diomedes on Helios. He's a hero to the chapter. His body must be recovered. None shall violate my blockade, even to administer last rites. Gorgatz will grow in power if left to his own devices. Allow me to lead a strike force to Acheron's surface. We can gain valuable intelligence while I lay our brothers to rest. Anything that violates my blockade will be destroyed. Do not test me, Chapter Master. Inquisitor. But is that Blood Ravens don't abandon their own. I'll deploy to Acheron alone and lay our brothers to rest. Was ist das ein Arsch, dieser Inquisitor? Der denkt ja nur an sich. Okay, hören wir uns mal an, was die anderen sagen. Fleetmaster, I need to deploy alone to the surface. Can you get me past the Inquisitor's blockade? An easy matter. No drop pod is safe from that blockade, but he can't stop you from teleporting. Are you sure you want to do this alone? I sent Diomedes and those men to the Starfort, and it is my duty to make sure they rest in peace. Their blood is on the Inquisitor, not you. Just say the word, and we will confront him. This is not the right time for revenge. Diomedes will be properly honored. And I will find out what Gorgatz seeks while I am there. My hope is that whatever I learn is enough to bring the Inquisitor to his senses. Okay. Und was sagt denn der Warboss und die Rache? Gabriel, you say that this mission is for reconnaissance. But I know you haven't forgotten what Gorgatz did to our brothers during the Carafa campaign. And now there is the blood he has shed on Starfort Charon. Will you be able to restrain yourself? I know what honor demands, but Gorgatz's plans for Acheron concern me more. If I'm going to defeat him, I need to learn what he's planning. Mhm. Okay, dann legen wir doch mal los, ne? Stimmt, wir sind ja allein unterwegs. Da gibt es keine Armeedoktrin. So scheint es mir. Absturzstelle der Helios. Käfig von Acheron. Gabriel zieht alleine los, um Diomedes die letzte Ehre zu erweisen. Apollo Diomedes war ein Held des Ordens, der den verräterischen Tyrannen Azaria Kyras getötet hatte. Seine sterblichen Überreste zurückzulassen, ist eine Schande, die Gabriel nicht ertragen könnte. Diomedes? Moment mal, in Dawn of War 2 war doch Diomedes der, der sich von dem Ketzer hat führen lassen, den wir dann erst in die richtige Richtung leiten mussten und dann nichts mehr von ihm gehört hatten. Oder man hätte vielleicht mit den Space Marines weiterspielen müssen. Das wäre vielleicht auch eine Idee gewesen. Habe ich aber nicht getan. Okay, wir legen los. 3, 2, 1. Jetzt! Thank you.
Okay, wir sind wieder da. I'm on Acheron, setting out for the crash site of Starfort Helios. Wartet mal, ich guck mich jetzt hier erstmal so ein bisschen um. Vielleicht gibt's hier ja was Schönes. Dun, 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 dun. The Emperor lights our way. Vielleicht gibt es hier ja was Schönes. Ich muss ja sagen, dieser Planet, der sieht echt komisch aus, aber ich finde die Kartengestaltung echt cool gemacht. Das ist mal interessant. Interessantes Level-Design, was ich nicht verabscheue. Ich mag es sogar sehr. Dieses Dreidimensional, das habe ich auch schon in Diablo 3 gemacht. Woo, scheiße. Satz mit X, das war wohl nix. Bam. Ah, komm her. Kuscheltime. Kuschelzeit, Kuschelzeit. Jetzt hier rüber. Spring doch. So will ich das sehen. Okay, hier bin ich nun. Jawohl, fett getroffen hier. Kriegst du erstmal noch eine hier. Kennst du schon George, den Hammermann? Mein Knüppel und ich. Mein Knüppel und ich. Bumm. Immer feste drauf. Druff, 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 druff. Alles klar, wie kommen wir jetzt darüber? Hier? Heilung, das sehe ich doch gern. Hallöchen! Hier komm ich! Hallöchen, hier komme ich. Zeit zum Kuscheln. Oh, Junge. Junge, 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 Junge. Boom. Komm, machen wir dich auch platt. Du hast auch noch nicht genug, das sehe ich doch. Das kann ich riechen, du. Das ist nicht gut, was... Ah! Terminator. Terminator, und da sage ich nicht nein. I deployed alone for a reason, brothers. And we follow your example, Chapter Master. We wish to honor Chaplain Diomedes. Is that so? Follow me then. Ja, warum nicht? Das ist das Einzige, was ich an den Blood oder generell an Space Marines gut finde. Die lassen keinen einfach so zurück. Aber dann war es das auch. Werden Terminatoren eingehen, müssen Devastator Marines ihre schweren Bolter nicht mehr auf- und abprotzen. Stand da abprotzen? Ne, abprotzen. Doch. Ne, abprotzen. Nicht rotzen. Upsala. Das war ich nicht. Das war schon so. Bom, bom, bom. Alles klar. Immer weiter, Gastarbeiter. Immer weiter. No orcs in sight. They're up to something. Order received. Die kommen jetzt gleich aus allen Löchern, kommen sie gekrochen, du. Ja. What did I catch for lunch?
Das war ja ein Scheißschuss. Huckuck. Da. Rain from above. So, der Kommandant ist tot. Das ging doch mal schön locker flockig von der Hand. Ihr entkommt mir nicht. Scheiße, ich hab das letzte Medic genommen, ne? Das ging. Let's move on. We're almost there. Haben wir eine kleine Abkürzung genommen. Wer weiß, was uns da erwartet hätte. We found Helios. It's become fused with Acheron. Spread out and search the wreckage. Ach du Scheiße. Es ist eins geworden mit dem Planeten. Das ist mal interessant. Lecko funny. Das sieht echt cool aus. These sorry souls. Diese erbärmliche. Also diese Terminatoren, die gefallen mir schon mal recht gut. Deadman Walking, ja. Wir nehmen mal die Heilung für unsere Terminatoren. Die sind ja auch relativ angeschlagen. Nein! Ich habe den falschen mit Q gewählt. Okay. Diomedes. Ich wette sowieso mit euch, der ist da hinten. Das ist doch klar wie Klaus, Brüder. Was ist das? Victory shall be ours. Docking pier damaged. Dispatching servitor team. Kommt das von der von dem Servitor team's unresponsive. On the move, seeking glory. Von wem kommt denn jetzt das? Die Ansage. Ah? Ihr wollt auch noch ein bisschen was haben? Bitteschön, ich habe genug Dacker für euch. Für euch alle. Da. Sogar der Firehawk. Slaughtered Orks. A Space Marine weapon did this. Our brothers live. Na, ob sie noch leben, das ist still immer noch ein. Ach komm. Muss man dir denn alles vorsagen, mein Freund? Scheiße. Das war die falsche. Bitte lass den da sein. Dankeschön.
Gott, das war ja effektiv. Tschüss. Oh lol, die haben mich aufgehalten. Was ist denn das? Wieso lebt denn der so lang? Einfach immer feste drauf. So. Nehmen wir hier ein bisschen Heilung mit. Okay, können wir nicht. Lassen wir es halt einfach sein. Sie bauen irgendwas. Jetzt würde ich aber gerne wissen, was er jetzt vor allen Dingen mit den Elder abgemacht hat. Weil die Elder wollten ihn ja eigentlich töten. Ich meine, die haben zwar... Man sagt doch nicht einfach, nachdem man das Ding gesehen hat, komm, lass uns Best Friends werden und sowas. Nicht, wenn die hinter dem Speer her sind. Ey, das sieht so geil aus, ne? Also diese Terminatoren mit der Minigun gefallen mir. Ihr entkommt nicht. Okay. Raketen sind effektiv gegen die Gegner. Man soll ja nicht einfach so auf seine Verbündeten feuern, aber das war jetzt nötig. Nötig. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Diomedes da wirklich noch am Leben ist. Elder. Bitte schieß jetzt nicht dagegen. Hätten wir schon mal die Hälfte der gegnerischen Verstärkung weg. Das läuft doch. Gabriel, you've come to kill Eldar with me. I came to issue your last rites. Now I see that you need none. So the Eldar used their webway to sidestep the blockade. They're here in force. The Emperor led I was fighting way. Through orcs when I ran into Eldar. It's worse here than I fear. And excellence. We must assess their numbers and report to the Inquisitor. Kümmern Sie sich um die Eldar. Mit drei Trupps. Wieder Eldar. Die Orks wieder, ey. Ich mag sie. Vor allen Dingen hören die auch noch genau meinen Musikgeschmack. Ja? Von daher kann ich da nicht böse auf die sein, sondern bin da eher einer Meinung mit denen. Nicht durchlassen. So. Elder und Orks zusammen? Wie unfair ist das denn bitte? Da! Drei! Jawohl! Wieso kämpfen die jetzt zusammen? Das finde ich jetzt deutlichst unangemessen.
Ah, die kämpfen gar nicht zusammen. Ich bin einfach nur das dritte Rad am Wagen. Ja. Verlegen und weg. Könnt ihr gerne machen, ne? Aber ohne mich. Was macht ihr denn da? Ihr sollt verdammt nochmal angreifen und nicht da rumstehen und euch abballern lassen. Sobald die Schilder unten sind, sind die Elder auch putte. Ich würde jetzt gerne ein bisschen Heilung haben. Gottesteiler. Nicht zurückweichen. Immer weiter nach vorne. Warp-Spinnen. Die sind gefährlich. Vor allen Dingen wegen ihrer Teleportation. Schießen die eigentlich immer noch hier ihre Netze oder ihre Warp-Spinnennetze? Ich weiß nicht. Das sah im ersten Teil halt so aus. Im zweiten Teil meine ich auch. Ja, im zweiten Teil sah es auch so aus. Da kamen sie allerdings von den Seitenkanonen. Ich weiß jetzt nicht, wie das hier aussieht. Also ich hätte jetzt wirklich nichts gegen noch ein Medikit. Da suchen sie die Präsenz der Elder. The Elder have overwhelmed the Orcs. Unopposed, they'll overrun this world. Then we'll stop them here. Nein! Ich mache einen schönen Raketenhagel und was kommt? Die laufen weg. Was sehe ich ja gar nicht gern. Wir müssen das Ding kaputt machen, sonst kommt da ewiglich Verstärkung. Präsenzen der Elder. Die sind nicht so geil, ne? Also jetzt, normalerweise würde ich es bevorzugen. Vor allen Dingen, wie viel KP haben die denn bitte? So, es gibt hier jetzt keine Verstärkung mehr für euch. Phantomdruiden. Die scheinen ja echt ordentlich was auf dem Kasten zu haben, ne? Vielleicht sollte ich mir das nächste Mal, wenn ich... Ich meine, das nächste Mal ist doch bestimmt wieder Elder. War ja bisher immer so. Da muss ich mal dran denken, wenn ich nochmal die Chance dran habe, die zu bauen. Scheint zwar nur gut, wirklich gut gegen Panzer zu sein, aber ist halt egal. Komm. Tötet die Eindringlinge. Ich werde euch mal zeigen, wer die Eindringlinge hier sind. Ihr seid die Eindringlinge. Rapapapapam. Sind doch, glaube ich, drei Truppen oder so. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, dieses riesige Bombardement, aber egal. Wisst ihr das? Egal. Einfach nur, weil ich es kann. Tötet die Eindringlinge. Das ist allerdings uncool. Right and clear. Ram, bam, 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 bam. Was soll das denn?
Was ist das denn für eine Bouncerei hier? Ob das nun eure Welt ist oder nicht, das werden wir noch sehen. Nein! Ordensmeister. Wegsprengen. Alter Schwede. Guckt euch das bitte an, dieses fette Bombardement. Die komplette Barriere ist kaputt gemacht. Mit einem Male. Halleluja. Also diese Fähigkeit habe ich echt gefressen. Keep moving. Don't let it get a clean shot. Au. Voll direkt ins Medikit rein. Oh. Ey, das kann doch nicht sein. Diese Säcke. Oh Mann. Danke. Das war knapp. That's the last of the scum. Maybe. I fear this isn't their only staging ground. Das sieht verrückt aus, dieser Planet, ne? Der sieht echt cool aus. Dieser Planet gefällt mir jetzt schon sehr gut. Boah, aber dieser Ilumzar, der war ja wirklich nervig, ne? Halleluja. Das ist also jetzt Diomedes. Hat sich gut gemacht, auf jeden Fall. Inquisitor, I could not let my brothers lie in dishonor on that world. It is right that I did not. Diomedes survived and was standing alone against an Eldar invasion force. What? It is not just orcs on Acheron, but the Eldar as well. Their webway is more invasive than I imagined. They will get to the spear before us. Is that your aim, Inquisitor? You want the spear for yourself? Is that why you blockaded Acheron? Angelos, remain on Acheron and do not let the spear fall into the hands of our enemies. Der ist ein bisschen komisch, der Mann. Der Inquisitor ist mir sehr, sehr unsympathisch. Das erinnert... Guckt euch mal allein das Bild von dem Kerl an. Das erinnert doch wirklich, also schon alleine die Leute, die Star Wars kennen, die wissen doch, dass sowas böse ist, ne? Ich sag nur Sith und so. Obwohl. Naja, ist okay. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Ja, Erfahrung für Elite. Wie schaut's denn aus? Terminatoren. Supi.
Sowas sehe ich übelst gern, ne? Levelaufstieg. Ohne jedesgleichen. Aber die haben auch weggeschnetzelt wie sonst was. Halleluja. Schade. Was haben wir denn freigeschaltet? Eine ganze Menge auf jeden Fall. Befehl des Diomedes. Finales Rammen. Anstatt zu sterben, aktiviert der Cybot Rammen und teilt sich ausreichend, um den Tod zu entgehen. Einmalig verfügbar. Befehl des Terminators. Konzentrierter Schuss. Devastoren feuern einen konzentrierten Schuss ihrer Laserkanone auf ein Fahrzeug. Verursacht Dämpfen, Verlangsamen und Angriffe deaktivieren. Maka-Kodex. Elite-Skin. So sieht Maka also im Elite-Skin aus? Nicht schlecht. Maka-Kodex. Okay. Gabriel Angelos Porträt freigeschaltet. Mache ich doch mal gleich hier. Ich meine, wir haben ja sowieso... Nach der letzten Aufnahme ist das hier ein kleiner Peanuts. Machen wir das doch gerade mal. Wo habe ich es denn? Das will ich haben. Das sieht cool aus. Das sieht cool aus. The Iron Man. Ist aber auch egal. Ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche Samstag wieder, wenn es heißt Dawn of War 3, Teil... Lass mich nicht lügen. Ach, da steht ja Mission 9. Zu Part 9. Und ja, ich sag bis denn, euer Safi.